und sogar in Fußballkreisen das sinkende Schiff zu verlassen, um in südlichen Gefilden die leicht angefaulte Haut zu bräunen. Wo unsere Kicker zumindest einmal im Jahr ins Schwitzen kommen, das erfahren Sie bei Matchu in wenigen Minuten. Ich freue mich. Ich bin optimistisch, unsere Chancen stehen bei 10%. Warum die Ausgangssituation aus Rapid-Sicht so ungünstig ist, das liegt auch an einem Umstand, dass die launische Diva, das Trifon Ivanov, nicht mehr der ist, der noch vor einem Jahr war. Jetzt geht der Eigenbrödler eigene Wege. Der Ausschluss vor einer Woche in Salzburg war für Trifon Ivanov der negative Höhepunkt einer Saison, die für ihn bereits vorzeitig zu Ende ist. Auch was das Training mit der Kampfmannschaft betrifft. Ich weiß nur das, dass ich ihn heute nicht mehr gesehen habe. Ich weiß aber, dass er im Medical Fitness Center trainiert, Vormittag und Nachmittag Ausdauereinheiten macht. Also, aber er trainiert also mit der Mannschaft nicht mehr. Das was für ein Grund, weiß ich nicht. Das Zerwürfnis zwischen Trainer und Spieler dürfte offenbar zu groß sein. Dokopil plant bereits ohne den Bulgaren. Im Sommer wird man sehen, was passiert. Wenn er einen Verein findet, werden wir nicht abgeneigt sein. Einen Interessenten gibt es bereits in Form von Cupsieger Puntigammer Sturm. Für mich ist er ein guter Spieler und wir müssen im Europacup weiterkommen, nicht in der ersten Runde ausscheiden. Da brauche ich einen Typen, einen guten Spieler wie einen Typen von Ivanov. Falls sich kein Verein für den bulgarischen Teamspieler findet, könnte ab Sommer der Red Star Platz zumindest vorübergehend seine neue fußballerische Heimat werden. Ivanov müsste dann beim Satellitenclub von Rapid in der Wiener Liga mittrainieren. Damit dürfte diese Aktion vor einer Woche in Salzburg die letzte Tat von Ivanov für Rapid gewesen sein. Nach der Red Card vielleicht zu Red Star, man wird sehen, was die Zukunft für den Trifon Ivanov bringt. Michael Konsel natürlich im Tor und was auffällt, nur drei Spieler dieser Mannschaft, die noch nicht in einem Nationalteam gespielt haben, das spricht für den ausgeglichenen und großen Kader von Rapid. Als Libero Leszczak, Jovanovic also im Mittelfeld, Stöger als zurückhängende Spitze und einzige Sturmspitze Christian Stumpf. Also auf diese Mannschaft hat Ernst Dokopil heute gebaut und auf eines haben natürlich die Rapidler auch gebaut. Dass bei Sturm Graz vielleicht ein bisschen die Luft draußen ist nach der erfolgreichen Titelverteidigung im Magnofit Cup, wurde natürlich ausgiebigst gefeiert. Ja, und diese Feier war im wahrsten Sinn des Wortes feucht für Präsident Hannes Kartnik und einem Mann ging es im wahrsten Sinn des Wortes an den Kragen, Manager Heinz Schilcher, ansonsten für solche Späße nicht zu haben. Er wurde seines Markenzeichens, seines Zopfes befreit. Riesenjubel bei den Spielern. Roman Mehlich führt einen richtigen Freudentanz auf mit dem Skalp von Heinz Schilcher in der Hand, der aber nach kleiner Korrektur beim Friseur heute schon wieder lächeln kann, zusammen mit Präsident Hannes Kartnik. Vor allem auch deshalb, weil zum letzten Spiel in die Gruben gut 10.000 Besucher gekommen sind, das Stadion ausverkauft ist. Rapid, wir haben es schon gehört, mit 6 gesperrten Spielern, einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft, Sturm, hier mit dem ersten Schuss durch, Ivica Vastic muss ebenfalls 2 Spieler vorgeben, den gesperrten Markus Bürk und Wolfgang Hopfer. Rapid, vom Namen her immer noch prominent besetzt, versteckt sich aber in der Anfangsphase nicht, möchte mitspielen, muss. Man sieht diese erste Möglichkeit von Stumpf also nicht. Er beobachtet in Köln einen neuen Spieler für Rapid und Herbert Feurer sitzt heute auf der Bank. Erste Möglichkeit durch Christian Stumpf, der heute als Spitze aufgeboten ist und er wird unterstützt von Penkser und Stöger, die immer rasch links und rechts nach vorne stoßen. Hier jetzt Flanke von Stöger auf Penkser, aber Kasimir Sidorczuk ist hier schneller am Ball, der souveräne Pole im Tor von Sturm. Reinmeier, der zweite Mann im Angriff von Sturm neben Ivica Vastic, wird bewacht von Jovanovic, hier abgedrängt. Michael Gruber, der mal von Beginn an die Chance bekommt auf der linken Seite. Dafür spielt Gilbert Prelasnik heute eher ungewohnt rechts. Hier ist er, Prelasnik auf Vastic und Mehlich. Da sind sich die beiden nicht einig, wer hier schießen soll. Die Chance vorbei.
Der Ball aber noch heiß. Wieder Prelasnik. Sieht hier Dove mitlaufen, aber wieder stehen zwei einander im Weg und jetzt ist aus dieser Möglichkeit endgültig nichts geworden. Herbert Feurer umgeben von einigen Spielern aus dem Nachwuchs, die das erste Mal heute auf der Bank bei Rapid sitzen. Prosenik, er soll das Spiel im Mittelfeld ordnen, Stöger mehr für die Offensive tun. Bivarnik, Pass auf Benksa, Attacke hier von Melich. Benksa bleibt liegen, der Elfmeterpfiff bleibt aus. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Melich attackiert, aber erwischt den Ball vor Penksa. Ich meine, richtige Entscheidung von Schiedsrichter Schüttengruber, hier weiterspielen zu lassen. Dove. Was mit Gruber. Dove rutscht aber nur mehr in diesen Ball, kommt nicht mehr richtig zum Schuss und kein Problem für Michael Thomsen. Jens Dove, der Mann vom HSV, der sich mit Sturm auf einen neuen Vertrag geeinigt hat und gestern hat Sturm die Option wahrgenommen, muss für Jens Dove 10 Millionen an den HSV überweisen. Der Ivica Osim wird es freuen, einen starken Mann für das Mittelfeld für die nächste Saison behalten zu können. Stöger, Flanke zur Mitte und wieder Christian Stumpf. Er ist überall dabei, wo es für Rapid Torszenen gibt. Keine gute Saison, aber heute setzt er sich ganz gut in Szene. Peter Kucki, Zweikampf gegen Hannes Reinmeier, der bleibt hier Sieger. Aufgespielt für Prelasnik, der verzettelt sich hier, kommt noch zum Schuss und mit dem linken Fuß macht er das Tor. 39. Spielminute, 1:0 durch Gilbert Prelasnik. Sein zweiter Treffer in dieser Saison und das erste Tor hat er im Herbst gegen Rapid erzielt, allerdings als die Mannschaft in Wien mit 1:3 verloren hat. Gute Flanke von Reinmeier, ganz allein Prelasnik. Kommt auf der rechten Seite nicht zum Schuss, aber ist ja beidbeinig, spielt dann sonst immer auf der linken Seite und macht hier das Tor mit einer herrlichen technischen Vorarbeit. Sturm, vor allem durch Roman Melich im Mittelfeld, der heute in blendender Spiellaune ist und in, das kann man sich auf der Zunge zergehen lassen, das meint wohl auch Präsident Hannes Kartnick. Wieder Vastic. Dann Reinmeier ganz alleine vor Konsel, aber der Teamtorhüter in bestechender Form. Reinmeier ganz alleine versucht hier Konsel zu überheben, hätte vielleicht einen Haken machen müssen, aber vor dem Tor ist Reinmeier, der sich viele Chancen erarbeitet, einfach nicht schlagkräftig. Die Bühne, die 63 Jahre alt ist, hat ausgedient. Das ist ja heute das letzte Meisterschaftsspiel in der Gruben, in der man seit 1921 gespielt hat. Dann ein Foul von Stumpf an Hieden. Ja, da geht er ganz schön hart an jenen Mann, der in einigen Wochen sein Mannschaftskollege sein wird. Hieden hat ja schon vor Monaten für Rapid unterschrieben. Ein Wechsel bei Sturm in der zweiten Spielhälfte. Bosch kommt für Milanic ins Spiel und Prelasnik wechselt dadurch auf die rechte Seite. Hier Pass von Dobe auf Melich. Chance zum zweiten Tor. Aber Gucki vereitelt dies. Roman Melich spielt im zweiten Saisontreffer, erhöht auf 2:0. Jubel, Begeisterung unter den 10.000. Und diesmal macht es besser als zuvor. Wieder auf die rechte Seite, die Verteidigung ausgespielt. Wieder läuft Gucki zurück, aber diesmal ist der Ball im Netz. Sturms Führung ausgebaut. Roman Melich, der auch ein ganz starkes Frühjahr gespielt hat. Und Sturm drückt weiter. Kommt über links, jetzt immer wieder über Gruber. Spielt hier auch für Vastic. Der fällt und diesmal kommt der Pfiff. Schiedsrichter Schüttengruber entscheidet auf Elfmeter. Und auch hier die Entscheidung richtig. Pass von Gruber, Vastic wird von Ratajczyk gehackselt, wie es so schön heißt. Er läuft ihm hinten in die Beine und damit zu Fall gebracht. Elfmeter, Vastic gegen
Teamkollegen Konsel, was das Nationalteam betrifft. Und das ist das dritte Tor. 3:0. Ivica Vastić mit seinem 13. Saisontor. Ja, lange Gesichter bei den Rapidlern. 3:0 und damit ist die Chance auf den Meistertitel durch dieses Tor von Ivica Vastić wohl endgültig dahin. 67 Minuten gespielt. Dem Spielverlauf nach entsprechend verdient. Sturm hatte die viel besseren Möglichkeiten. Die Fans danken es mit Wellen von Begeisterung. Und Sturm drückt weiter. Wieder Reinmeier. Spiellauf für Mehlich. Und glänzend gehalten von Michael Konsel. Michael Konsel, jener Mann bei Rapid, der wohl bis zum Schluss in Meisterform gespielt hat. Dann nochmals Reinmeier, lässt sich ein bisschen zurückhängen, dirigiert das Spiel aus der Etappe. Mario Haas, der jetzt ins Spiel gekommen ist. Nochmals die Chance für Vastić, aber wieder glänzende Reaktion von Michael Konsel. Ja, und jetzt, wenn die Chancen vergeben werden, lächelt sogar der Trainer Ivica Osim, der aus dieser Mannschaft, die ehrlich in dieser Saison mit vielen Erwartungen gegangen ist, aber dann doch diesen nicht gerecht werden konnte zu Beginn, jetzt ein schlagkräftiges Team geformt hat. Und zum Schluss noch ein Lattenschuss von Enzo Gambaro, der hier versucht, den Rapid-Torhüter zu überheben. Aber das ist auch die letzte Aktion. Sturm gewinnt gegen Rapid mit 3:0 und damit krönen die Grazer auch Salzburg als Meister. Die Fans freuen sich über diesen Abschied aus der, ja, für die Grazer Fußballer sicher denkwürdigen Kurven, und die Spieler auf der Ehrenrunde werden gefeiert. Roman Mehlich hat sich nach dieser Saison wirklich verdient und vor allem Ivica Vastić, das Herz und Hirn der Mannschaft, und mit der Form des Kapitäns hat Sturm ja auch im Frühjahr eine glänzende Serie hingelegt. Heute war wieder das Stadion ausverkauft. Und wir wollen Leute ein gutes Spiel zeigen, und das kann man auch.